Herzlich willkommen bei einem weiteren Video von Innakustik. Wieder mit dabei ist Holger Wachsmann, mein Name ist Dieter Amann. Wir haben ja im letzten Video eindrücklich, glaube ich, zeigen können, wie Luft die Kapazität sehr positiv verändern kann, als Isolationsmaterial. Natürlich auch die Abstände der einzelnen Adern ist eine Rolle spielen, ganz wichtige Rolle, genau, was da drin ist. Jetzt ist ja so, mit Luft beschäftigen wir uns ja wirklich schon lange. Ne? Also ja, wie schaffen wir es, Litzen in Luft zu legen, Anfang der 90er mit dem Atmos Air, wo wir dann Luftkammern längs reingebaut haben in die Kabel. Ja, mit rein extrudiert, Direkt beim Extrudieren schon mit reingemacht. Und es war eigentlich immer ein Thema, wie schaffen wir es eigentlich? Bei vielen Autofahrten haben wir das oft schon diskutiert. Ja, die Erkenntnis, dass eben Luft der beste Isolator ist für unser Bereich, das ist nichts Neues, aber die technische Umsetzung halt, die haben wir nach und nach immer weiter optimiert und verbessert. Mhm. Ne? Genau. Bis du irgendwann mal morgens kamst, das war glaube ich ein Montagmorgen, hast gesagt, Dieter, ich glaube, ich hab's. Das war ein ganz einfacher Aufbau, wo du damals gebaut hast, quasi, gebastelt mehr oder weniger. Und daraus ist dann letztlich die Helix-Konstruktion entstanden. Ne? So ist es, genau. Ja. Und die Helix-Konstruktion, ich halte sie hier in der Hand, oder man sieht es auch hier hinter uns auf diesem Banner. Aber vielleicht willst du unseren Zuschauern noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen, was die Helix-Konstruktion, was so positiv von der Helix-Konstruktion ist. Ja, genau. Also wie gesagt, Luft als Isolator, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass das in unserem Audiobereich einfach sehr positiv ist. Jetzt ging es halt auch darum, eine Isolation zu entwickeln, wo eben der Luftanteil nahezu 100% ist, was aber auch praxisnah letztendlich ist. Ne? Wir haben immer das Thema hinter einer HiFi-Anlage, wir haben nicht endlos viel Platz. Wir haben Kabel, die halt in jede Richtung irgendwo flexibel sein müssen, dass wir das eben hinter den Geräten auch ordentlich verkabeln können. Jetzt ging es halt darum, das Ganze irgendwo in ein fertiges Produkt münden zu lassen. Und diese Helixform, wie man es auch vom DNA-Strang vielleicht kennt, die hat halt eben die Eigenschaft, egal wie ich die drehe und wende, der Abstand von den Leitern bleibt eben immer konstant. Also insofern kann man da schon mal sicherstellen, dass die Adern nicht irgendwo einen Kontakt bilden und einen Kurzschluss bilden oder sowas. Und das war so die Grundidee dabei, dass man eben ein Kabel hat, wo wir die Leiter einmal auf einen Abstand ziehen können, auf dem Abstand aber konstant halten und das Kabel eben dann auch über alle Achsen letztendlich biegen kann, dass es eben flexibel ist. Ne? So wie das dann als Ergebnis letztlich rausgekommen ist, wenn man das mal in die Hand nimmt. A, ist es eigentlich hupfenleicht. Ja, genau. Schon mit der Luft, ja. Und zum Zweiten ist es, wie du schon sagst, über alle Achsen mehr oder weniger völlig flexibel zu bedienen, auch wenn es sehr dick ist. Genau. Ja. Fällt es aber einfach schön hinter der HiFi-Anlage letztlich runter. Genau, wo du jetzt gerade sagst, dass es so dick ist, jetzt könnte man sich mutmaßen, ja, das muss wichtig aussehen. Aber ich hatte es ja beim letzten Video auch schon ein bisschen gezeigt. Ich nehme jetzt gerade mal noch so ein Muster hierher. Vielleicht gerade mal von dem NF-Kabel. Hier sieht man eben, dass wir die Leiter eben gezielt auf Abstand halten, dass wir eben die Leitungskapazität möglichst gering halten. Und so kommt eben auch bei einem NF-Kabel, jetzt habe ich hier exemplarisch mal das XLR-Kabel, was man ja viel dünner machen könnte, aber eben um den Kapazitätswert zu reduzieren, braucht man eben die Aderabstände und deswegen ist diese Konstruktion halt schlussendlich relativ dick, eben geschuldet dieser Konstruktion. Mhm. Der besseren Leitwerte, schlicht. Der geringeren Kapazitätswert. Genau, richtig. Ne? Ja, und diese R-Helix, die mündet nachher halt in ganz verschiedene Produkte. Auch da haben wir schon mal gehört, dass ein Kabel natürlich der Anwendung angepasst sein muss. Also das heißt, für ein Lautsprecherkabel brauche ich, weil da sehr hohe Ströme fließen, braucht man eben hohe oder große Leitungsquerschnitte. Ich brauche einen relativ hohen Kupfergehalt, während ich halt bei einem Cinch-Kabel sind die Ströme eigentlich verschwindend gering. Da habe ich andere Dinge, da brauche ich eben eine Abschirmung, weil das Signal eben sehr schwach ist und geschützt werden muss gegen äußere Einflüsse. Also brauche ich geschirmte Konstruktion und je nachdem, wie eben jetzt diese R-Helix bestückt wird, mit welchem Kupferquerschnitt, mit welcher Anordnung, bauen wir eben dann ein Lautsprecherkabel oder wir bauen ein Cinch-Kabel, ein XLR-Kabel, Digitalkabel,
Digitalkabel beispielsweise, da müssen wir ja die Impedanz 75 Ohm respektive 110 Ohm bei AES, EBU einhalten. Und das machen wir eben über die Leitungsquerschnitte, Anzahl der Leitungen und die Abstände. Ja, vielen Dank, dass Sie uns wieder zugeguckt haben. R-Helix-Aufbau. Ich denke, im nächsten Video, Holger, beschäftigen wir uns nochmal mit dem Multicore-Aufbau. Ja. Warum sind da so viele Leiter da drin? Vielen Dank beim Zuschauer und weiterhin viel Spaß mit den Innenakustik-Videos.